Das ist der Ausblick hier vom Zimmer des H2-Hotels bei Nacht. Richtig schön beleuchtet hier. Jetzt eben so obersten Stock, nämlich im 5. Obergeschoss, und jetzt auch nur Zimmer, sprich kein Luxus, ist auch ein Fahrstadthotel. Wow, aber hier darf man nicht rausgehen. Schade, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, der Ausblick. Und jetzt der Rettungsplan hier, da gibt es auch nur Zimmer. Befindet sich das Restaurant und auch die Rezeption. Und im Untergeschoss befindet sich so Tiefgarage und das sowie diese öffentliche Toilettenanlage. Und das sind diese modernen Aufzüge hier. In meinem Jahr halt. Hier gibt es hier leider so gar keinen so exakten Wegweiser. Aber hier stehen ja diese Seiten, wenn man es so vorstellen sollte. Aber heute auch so leider jetzt 2021. Normalerweise muss man hier die Karte vorhalten, aber die geht irgendwie auch ohne. Die haben vergessen, jetzt wollte ich die Etage so schwer. Wenn man jetzt bei so einer Treppe hochläuft, dann muss man die so Karte vorhalten. Das ist immer krass, sonst kommt man hier nicht rein. Merkwürdig, richtig, richtig merkwürdig. Vor genau 45 Minuten habe ich an der Rezeption den Schaden gemeldet. Und zwar diesen hier. Das Wasser läuft nicht mehr ab. Woran steht, da diese Deckel, da diese Abdeckung fest ist, feststeckt. Da muss ich erstmal 5 Minuten in der Warteschleife warten. Hat sich eine sehr nette Rezeptionist gemeldet. Personal. Habe ich mir das Anliegen erklärt, also, ja, ich komme gleich hoch. Und ich warte seit über 40 Minuten hier auf Hilfe. Da muss ich gerade eben meine Zähne auf der Toilette putzen. Das ist so kurios, das klingt, aber so musste ich es so machen. So muss ich es machen. Ja, Wasser auffüllen und dann auf der Toilette spucken. Theoretisch könnte man das natürlich auch hier machen. Ist mir gerade eben eingefallen. Aber so soll es nicht sein. Ihr könnt auch weiter runtergehen zu den so öffentlichen Toiletten. Ab unten ist mir wirklich sehr, sehr unsicher in dieser Zeit. Und einige Leute aus dem Service, dass jetzt Housekeeping oder irgendjemand vom Notdienst oder so hier hochgeht und einen Schaden behebt. Schließlich, so zahle ich dafür. Das werde ich morgen auf jeden Fall bei der Rezeption melden. Und zwar persönlich beim Checkout.